Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. In der Drogerie sind allerhand neue Limited Editions eingezogen. Die Sonne scheint, ich habe Bock mich zu schminken. Also es ist der perfekte Tag, um ein bisschen neue Drogerieprodukte in diesem Gesicht zu testen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Frage kommt sicherlich, woher der Schmuck kommt. Der kommt von Meinpunkt. Da bekommt ihr mit Claudi 30 dauerhaft 30% Rabatt. Sollte es irgendwelche Aktionen geben, wo es gerade irgendwie noch günstigere Rabatte gibt, könnt ihr immer Claudi223 für weltweit versandkostenfrei dazu kombinieren. Ne? Also wenn ihr möchtet, schaut gerne meine Infobox vorbei. Ich habe euch den Link reingesetzt und ich habe hier auch ein paar Produkte, die ich einfach zum Auffüllen verwendet habe. Zum Beispiel den Trended Up Hydro and Gripping Primer habe ich letztens in einem Video verwendet. Das habt ihr bestimmt gesehen. Mit Melli zusammen habe ich ja einen Schminke gedreht. Also ein bisschen schminken und quatschen. Und wir haben ganze drei Fragen bei unserem großartigen Q&A beantwortet. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Ich setze euch das mal ins i. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Genau, das habe ich mit einer Foundation auch zusammen verwendet, die sehr krass unterwegs war. Also ich würde diesen Primer nicht unbedingt empfehlen mit einer Foundation, die super krass deckend oder super krass mattierend ist, wenn ihr keinen super krass deckenden oder super krassen Matteffekt haben möchtet, weil der das Ganze halt nochmal verschärft. Ich habe heute auch zwei Foundations hier. Ich werde auf der einen Seite den Rival Loves Me Miracle Skin Perfector auftragen. Das ist ein neues Produkt, was ich meine jetzt auch wirklich im Standardsortiment zu finden ist. Ich habe den nur mal geswatcht, um zu gucken, wie der sich so anfühlt. Der ist ein bisschen mousig, ein bisschen ist gut, aber der ist nicht so super krass mousig, wie man das sonst so kennt. Und ich verwende den auch hier mit dem Pinsel aus der Rival Loves Me You and Me Limited Edition und trage den einfach mal damit auf. Man braucht, glaube ich, nicht ganz so viel. Und ich glaube auch, dass es eher ein Produkt ist, was für mich im Sommer geeignet ist. Weil genauso wie zum Beispiel bei der M. Asam Magic Finish Geschichte, haben wir hier einen Farbton. Und bei der Magic Finish Geschichte brauche ich persönlich Porcelain Tint. Lässt sich wirklich schön ausblenden und so, aber es ist von der Nuance her ein Tick zu dunkel für mich. Ja, sodass es dann halt eher im Sommer was für mich ist. Aber trotzdem finde ich, das ist ein schönes Produkt, dass der Pinsel verliert leider ein paar Haare. Das hat man manchmal bei der ersten Benutzung von solchen Sachen, ne? Aber es könnte gut werden hier mit uns. Ich verwende aber für die andere Gesichtshälfte ein Produkt, was ich einfach kenne, weil wenn ich gleich auch so andere Liquid-Produkte und so auftrage, möchte ich halt schon wissen, wie es sich verhält. Da habe ich von L'Oreal einfach meine liebste Foundation, Perfect Match Nude. Ne? Das ist diese Serum-Geschichte. Finde ich großartig. Ich habe jetzt nur wenig aufgetragen, damit ich auch auf beiden Seiten eine ähnliche Deckkraft habe. Das lässt sich super schnell mit dem Pinsel einarbeiten. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, finish-technisch finde ich es ganz interessant. Ne? Also da haben wir wirklich gar nicht so einen krassen Farbunterschied. Bin begeistert. Es gibt neue Concealer von NYX. Da habe ich diese beiden Farben mir gekauft. Correcting Concealer in der Farbe 02 Fair und 0.2 Pink. Ich denke, dass es Sinn macht, das zu kombinieren, weil du verwendest ja diese pinken Geschichten eher, um so, ja hier im Innenwinkel zum Beispiel, so aufzuhellen, ne? Da würde ich mir das so auftragen und vielleicht, wenn man hier noch so ein bisschen Verfärbung hat, die andere Seite gebe ich mir dann, also nicht auf die andere Seite, sondern für den Rest vom Schützenfest ein bisschen was von dem Fair auf. Das sind halt Sticks, die sofort, wenn du das in Kontakt mit der Haut bringst, so ein bisschen cremiger werden. Aber es ist angenehm, ne? Ja, ich verwende das auch direkt als Lidschattenprimer. Sehr, sehr deckend und sehr, sehr trocken. Aber das mit dem Rosa gefällt mir richtig gut, weil das toll auffällt. Das muss man wirklich sagen. Man sieht es ja im Innenwinkel, ne? Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Oh, das wird wirklich sehr trocken. Das muss man gut verteilen, ansonsten hast du es zu dick drauf. Und dann sieht das zu, ja, pastig aus, würde ich es nennen, ne? Weil das ist ein mattes Produkt und kein glowy Produkt oder so. Und auch überhaupt nicht so, ja, auch eher fester unterwegs. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ist aber, glaube ich, für den Alltag an und für sich ganz gut geeignet. Setzt sich super krass auf trockenen Stellen ab. Also hier habe ich immer noch so eine kleine Wunde. Da hatte Julius mich ein bisschen gekratzt. Ein bisschen sehr. Da setzt sich gerade wirklich alles ab. Und so ein paar Unebenheiten damit abdecken. Ist ein bisschen wie ein Wachsmalstift oder so. Nicht mal. Also Wachsmalstift ist noch cremiger als das hier.
Und es ist ein bisschen heller und auch deckender natürlich als die beiden Foundations, sodass ich jetzt quasi auch so ein bisschen meine Unreinheiten damit betont habe. Also wenn ich jetzt hier so das Licht, wenn es so drauf fällt, ne, dann sieht man richtig diesen Fleck. Das ist ein bisschen blöd, aber das ist ja eine Frage, welche Farbe man ja auch für sich auswählt. Deswegen gehe ich nochmal mit dem Pinsel drüber, nehme dann natürlich was von der Deckkraft mit runter, aber verblende dann ein bisschen besser die Übergänge. Sonst habe ich auch so ein bisschen Panda-Augen, das wollen wir ja nicht. Dann habe ich jetzt nicht neu, aber ich habe irgendwie heute Nacht davon geträumt, von Riva Lausme, der Contouring Stick in der Farbe 01 Light. Ja, da verwende ich ja nur die eine Seite. Den trage ich mir hier oben jetzt auch schon mal auf, weil ich jetzt keinen neuen Bronzer habe. Ich finde die Drogerie oder generell, ne, es kommen super wenig Bronzer oder so raus. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, auch dafür eignet sich dieser Pinsel auf jeden Fall. Lässt sich schön dann verblenden. Das ist ein sehr dezenter Contour-Stick oder Bronzing-Stick oder wie auch immer man das jetzt verwenden möchte. Aber ich finde, dass es ein schönes Produkt ist und gibt's für ein paar Euro 50 in der Drogerie definitiv eine Empfehlung, ne? Was jetzt auch sehr neu rausgekommen ist in der Limited Edition, in dieser Rival de Loop Cosmos Love, ist dieser Blush-Stick. Ich glaube, da gab es auch gar nicht unterschiedliche Farben von. Den habe ich jetzt einmal hier. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den direkt auftragen möchte oder ob ich das erst mit einem Pinsel mache. Ich habe anfangs wirklich befürchtet, dass der ja so schimmernd ist. Ist der aber gar nicht. Also der hat auch eine richtig schöne Farbe, ne? Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach meinen Pinsel und kann mir das dann auftragen. Der ist schon schön von der Farbe. Sehr natürlich, ne? Oha, den kannst du aber auch ein bisschen der... Ich habe es in letzter Zeit oft, ne? Mit diesen Cream Blushes, dass ich dann so ein bisschen übertreibe. Ich mag es aber. Vielleicht mit einem kleinen Schwämmchen aus der Chili Vanilli Essence Limited Edition das Ganze etwas abschwächen. Sieht schon sehr aus wie Sonnenbrand, ne? Ja, das ist auf jeden Fall mal eine intensive Base, die mir aber ehrlich gesagt echt gut gefällt. Also das ist schon eine schöne Kiste. Auch aus dieser Cosmos Love LE habe ich diesen, ja, Lip... Was bist du eigentlich? Illuminating Lip Plumper. Da gucken wir mal, wie plumping der so ist, ne? Also ich bin da ja doch ein bisschen vorsichtig mittlerweile unterwegs. Jeder und seine Mutter bringt ja diese Plumping-Dinger raus. Und irgendwie haben sie es auch aktuell, dass sie so gerne diese Lip Plumper mit Schärfe rausbringen. Das hoffe ich, ist es nicht. Ne? Es riecht nicht so scharf. Kannst du auch so tragen. Doch, also das ist eine schöne Farbe, kann man auf jeden Fall machen. Das würde man gar nicht so denken, wenn man das Upsala-Produkt hier sieht. Das schmeckt irgendwie nach Kaugummi. Ganz interessant. Ja, also hier hätte ich jetzt erst gedacht, dass es tatsächlich sehr, sehr metallisch ist. Aber du hast nicht so krass dieses Metallische auf den Lippen. Ich mag's. Ja, ich pudere das Ganze jetzt einfach mal ab. Auch wenn ich es, glaube ich, eigentlich eher weniger müsste. Wobei doch, ich glaube, den Concealer muss ich schon setten. Dann nehme ich hier von Catrice das Invisible Matte Loose Powder. Und das Ganze wird jetzt gerade auch wirklich sehr kühl auf meinen Lippen. Das ist interessant. So, die Base ist jetzt auch leicht abgepudert und es gefällt mir, was ich sehe. Also so könnte man theoretisch die Base auch lassen, wenn man es mag. Ich habe aber jetzt natürlich noch aus den anderen LEs einige Sachen, die ich jetzt auch gerne mit euch probieren möchte. Unter anderem ein Blush. Und Blush ist natürlich jetzt gerade schon sehr präsent in meinem Gesicht, egal. Das werden wir jetzt noch ein bisschen erweitern. Und zwar aus der Riva Lausme Just You and Me Limited Edition. Und der hat ja so unterschiedliche Farben, was ich auch ganz interessant finde. Also du hast hier sowohl so ein bisschen dunklere Herzchen, als auch so pinke Herzchen und aber auch so ein Wow. Die Farbe geht auf jeden Fall ab. Ich tippe jetzt nur vorsichtig rein. Und trage mir den dann hier einfach mal so ein bisschen noch drüber. Ist ein matter Blush, ne? Da habe ich jetzt keinen Schimmer drin oder so. Also der ist schon sehr pink. Da muss man wirklich aufpassen. Ich bin ganz, ganz vorsichtig reingegangen. Habe jetzt mittlerweile schon einen Effekt, würde ich sagen. Aber ich finde den anderen von der Cosmos Limited Edition definitiv schöner, weil er sich auch gleichmäßiger auftragen lässt. Also ich finde, dadurch, dass ich den jetzt hier drüber gebe, wirkt es etwas fleckiger. Weiß ich nicht, ob ihr das auch so seht, ne? Ist jetzt nicht ganz so mein Vibe, aber hat eine süße Verpackung, das auf jeden Fall. Auch eine süße Verpackung hat hier diese Catrice Limited Edition Heart Affair. Meine Güte, da gab es ja auch nicht mehr so viel. Da gab es ja auch diese Blush-Stempel-Dinger. Die waren bei uns alle schon ausverkauft. Ja, das erinnert natürlich an eine sehr bekannte High-End-Marke. Und der sieht relativ dunkel aus, aber Catrice kann einfach Highlighter, ne? Also da gehe ich einfach auch jetzt mal davon aus. Wow. Der wird knallen. Also ich schaue mal, ob der vielleicht sogar ein Stück weit zu dunkel ist. Müssen wir mal gucken. Ich komme so ein bisschen tippig rein. Und dann mache ich mir den auf dieser Seite einfach mal drauf. Für die andere Seite habe ich gleich einen anderen. Der ist schon recht grob. Ne? Das feiere ich persönlich jetzt nicht so ultimativ.
Und der ist auch ein Müh zu dunkel. Der ist schon sehr, sehr sichtbar. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein nasser Glow, wie man das normalerweise jetzt so auch immer mehr sieht in den Theken. Da fällt es schon mit auf, kann man so sagen. Pinsel wird ein bisschen abgestriffen, wobei hierfür nehme ich, glaube ich, einen anderen. Das ist die Cosmos Love Loose Highlighter Powder Geschichte. 5 Gramm loser Highlighter. Holla die Waldfee, das ist mal derbe. Ist wirklich auch aufgebaut wie ein loses Puder. Also hier wirklich mit so einem Netz drin und das sieht sehr, sehr dunkel aus. Oh, der hat auch blaue Pigmente mit drin. Okay, und der ist beduftet. Krass. Ja, das ist dann jetzt hier der Highlighter. Der könnte farblich auf jeden Fall ein bisschen mehr passen, aber der ist definitiv nicht ohne. Also da muss man einfach für sich selber entscheiden, inwiefern man das möchte, dass man so sehr auffällt. Ich nehme jetzt hier aus der, ich glaube, ja, Findet Nemo Limited Edition den Highlighter-Pinsel. Ich mache jetzt erstmal ganz wenig. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist eigentlich ein Netz, aber trotzdem kriegst du echt viel auf dem Pinsel. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber jetzt habe ich zu viel, ne? Ach, egal. Da sieht man auf jeden Fall auch das Blau. Ich glaube, ich finde den hier sogar ein bisschen schöner. Von der Seite habe ich nicht so das Licht wie jetzt da, weil da ist halt ein Fenster. Tageslicht macht immer ein bisschen mehr aus, ne? Aber der ist auf jeden Fall subtiler, was ich sehr interessant finde. Aber auch relativ grob. Gleich wenn ihr zum Augenlook näher rankommt, dann seht ihr das auch. Also beide jetzt nicht so die Highlighter, wo ich sage, Mensch, rennt los, ne? Nee. So, für die Augenbrauen habe ich hier von L'Oreal Age Perfect den Brow Definition in der Farbe 02 Ash Blonde. Auch den hatte ich euch in dem Schminki mit Melli quasi schon gezeigt, aber nicht groß drüber reden können, weil wir einfach gequatscht haben, ne? Der ist halt wirklich klasse von der Farbe her. Von der Konsistenz her witzigerweise relativ pudrig. Also das muss ich wirklich sagen, das ist einfach witzig, ne? Wenn man das aufträgt, du hast es halt nicht so cremig, sondern es ist eher pudrig. Auch wenn man so drüber geht, es macht eher so ratsch-ratsch. Eignet sich aber super, um relativ natürliche Augenbrauen zu zeichnen, was ich sehr gut finde. Und jetzt verwende ich den Super Glue Brow Styling Gel von Catrice, finde ich großartig. Den müsstet ihr auch bei Purish bekommen. Da bekommt ihr ja manchmal auch auf viele Produkte, auf jeden Fall auf meine Landingpage, 15% Rabatt mit Claudies Welt 15, wenn ihr möchtet. Ansonsten haben die auch gerade einen richtig tollen Sale. Da könnt ihr nämlich mit Claudies Welt 10 auf alle Sale-Produkte nochmal 10% on top sparen. Das ist richtig cool. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Ich liebe es ja total, wenn Firmen in ihren Limited Editions auch Lidschattenpaletten rausbringen. Bin jetzt nicht so Ultra-Fan von Mega-Glitter und hier haben wir gleich 2 Limited Editions, wo nicht nur in den Paletten selber Glitter mit drin ist, sondern wir haben hier auch noch unsere Glitter-Pöttchen mit am Start. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Also einmal habe ich von Rival de Loop die Cosmos Love Eyeshadow-Palette. Da haben wir einen einzigen matten Ton drin. Wow, das ist sehr mutig. Ansonsten halt super viele Schimmertöne und auch 2 Pressed Glitter. Also dieser Galaxy ist natürlich wundervoll. Da frage ich mich nur, wenn die halt in dieser Palette diesen Galaxy mit drin haben, warum bringen die dann auch dieses Schätzelein mit raus? Ne? Das ist der Cosmos Eye Luminizer, weil im Prinzip, also hätte das jetzt nicht unbedingt sein müssen, oder? Das ist so meine Einschätzung des Ganzen, aber gut. Dann habe ich nämlich hier noch die Just You and Me Limited Edition von Rival Loves Me, wo wir gleich 1, 2, ja doch auch nur 2 Pressed Glitters drin haben. Relativ mehr Matte aber auch tatsächlich und ein paar Schimmertöne mit dabei. So schaut die aus. Und auch wenn wir hier schon 2 Pressed Glitters drin haben, haben wir hier nochmal zusätzlich einen bekommen, also in der Limited Edition. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt performen wird. Baue mir hier alles schön auf und dann schauen wir mal, was wir hier für einen Look hinbekommen. Ich glaube, es wird ein pink-lila-blauer Look. Kann ich mir gut vorstellen. Da habe ich nämlich hier in der Just You and Me Palette diesen lila Ton und den werde ich jetzt einfach mal verwenden und setze den mir hier außen an die Kante. Kommt auf dem Auge ganz gut rüber, lässt sich auch schön tatsächlich, also die hat eine gute Qualität, ne, die Palette, lässt sich schön auftragen, ohne dass ich jetzt irgendwie Bedenken hätte, dass es fleckig werden würde. Hätte nur gedacht, dass der vielleicht ein bisschen dunkler rüberkommt. Deswegen nehme ich mir jetzt auch einfach mal direkt diesen Braunton hier ganz unten. Das ist ja ein recht dunkler Ton, um das Ganze so ein bisschen abzudunkeln. Und ich habe dafür so einen sehr festgebundenen, breiten Pinsel erstmal. Ne? Das ist auch erstmal, dass ich immer so gucke, wie die Paletten performen, wie die Töne performen. Und dann kann man noch sagen, okay, ich nehme irgendwie einen sanfteren Pinsel oder einen festeren oder einen krasseren oder einen, keine Ahnung, aber das ist so ein Grundpinsel. Genau so hätte ich es nämlich auch gerne haben wollen.
Ja, dann setze ich mir quasi auf die Mitte diesen Pinkton, den ich hier habe, diesen matten Pinkton, ne? Und den tupfe ich mir jetzt auch erstmal hier so drauf. Ja, und weil wir die Kosmos-Palette hier haben, nehme ich mir den einzig matten Ton hier raus, den Milky Way. Und den setze ich mir dann quasi in mein inneres Drittel. Aber das sind Kombi schön. Also die hätten vielleicht die beiden Paletten auch ganz gut kombinieren können. Denn in der You and Me-Geschichte hätte ich mir gewünscht, dass die halt noch irgendwie was Kühleres, was Blaues als Mattes reinbringen. Und bei der Kosmos-Palette hätte ich mir tatsächlich auch noch den ein oder anderen weiteren Schimmerton gewünscht. Mattenton gewünscht, Mensch. Hier nehme ich jetzt noch diesen Eierschalenton, den ich hier habe, diesen ganz, ganz hellen Beige-Ton, einfach um hier oben so ein bisschen aufzuräumen und zu verblenden unter der Augenbraue, ne? Okay, hier habe ich viel mehr Platz gelassen als da. Naja, ist wie es ist. Ja, das finde ich, sieht aber schon mal soweit so gut aus. Dann kann ich hier die Klebestreifen schon mal entfernen. Oh, die sind sehr fest, das sind die aus dem Maybelline Adventskalender, ne? Oh. Da reißt du dir echt dein ganzes Auge mit ab. Aber man hat eine scharfe Kante, ne? Für den unteren Wimpernkranz nehme ich mir einfach mal dieses matte Petrolton aus der You and Me. Den gebe ich mir aber nur nach außen. Und nach innen nehme ich mir den anderen Pinkton, den ich oben nicht verwendet habe. Ich glaube, das ist geil. Was hier natürlich noch fehlt, ist Schimmer. Ich habe auch erst überlegt, mache ich hier noch so einen zweiten Wing von? Nee, wir machen jetzt erstmal Schimmer und dann können wir noch weiter Tralafitti machen, Claudi. Jetzt nicht übertreiben. Was ich auf jeden Fall nehme, ist hier von NYX der Glitter Glue. Ich finde, der ist sehr, sehr wichtig oder Glitter Primer nennt er sich ja. Und ja, damit kann ich halt einfach auch mehr auf mein Auge bringen, mehr Strahlkraft in die Farben bringen und die Farben halten dadurch auch einfach. Da kannst du dir jetzt natürlich auch einfach einen von diesen Glitzer-Flitzer-Geschichten drüber geben und hast dadurch wirklich einen schönen, schönen Spacey-Look, ne? Ich glaube, ich habe aber einfach mal Bock, dieses Earth zu verwenden. Das ist dieser Schimmerton, dieser grüne Schimmerton aus der Kosmos-Palette. Und da nehme ich mir den Ton einfach mal mit dem Finger auf. Ich glaube, grün kommt jetzt nochmal richtig abgefahren, ne? Und den tupfe ich mir dann hier drauf. Schön. Das ist ja voll meins, ne? Oh, ich lieb's. Ist jetzt nicht so knallegrün, ne? Aber es ist ein schönes Grün. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und es macht natürlich das Auge jetzt noch ein bisschen heller. Abgefahren. Ich finde das wundervoll. Also das ist halt schon mein Vibe, ne? Ist ein bisschen dunkel, ein bisschen lila für meine Verhältnisse. Da bin ich ja nicht so vollkommen into it, aber das ist mal was anderes. Jetzt möchte ich mein Inner Corner noch highlighten. Da nehme ich hier den Ton Venus aus dieser Kosmos-Palette. In der anderen haben wir nämlich gar nicht so viele helle Töne. Also da hätten wir diesen hier, aber der hat so einen Fliedereinschlag. Ne? Das wäre mir ein bisschen zu dunkel tatsächlich, auch wenn es vielleicht zum Look passen würde. Aber ich brauche wirklich in meinem Innenwinkel gerne was sehr, sehr Helles. Also deswegen also nehme ich den Ton Venus. Dann kann ich mir das hier im Innenwinkel auftragen. Und der ist leuchtend, meine lieben Damen und Herren. Der ist ja schön. Also von meiner Warte aus sind beide Paletten definitiv ein Go. Also ich finde die sehr, sehr schön. Für diese Preis-Leistungs-Verhältnis-Geschichte, alle beide großartig. Man muss halt ein bisschen auch auf Farbe stehen, dass man das Ganze auch so tragen möchte. Ne? Möchte ja auch nicht jeder. Aber ich glaube, das kommt ganz gut, weil die sich auch echt schön verarbeiten lassen. Da ist jetzt echt keine Probleme mit großem Fallout oder sonst irgendwas, wenn man halt auch mit dem Glitterglue arbeitet. Ne? Also das hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Bevor ich jetzt aber weitermache mit den Augen. Ich habe jetzt so viele Lippenprodukte stehen, möchte ich nämlich auch noch ein bisschen was davon ausprobieren. Also dieses Lip-Topper-Ding oder Lip-Plumper-Ding ist schon relativ eingetrocknet, in Anführungsstrichen, aber es ist immer noch da. Es gibt immer noch eine leichte Pflege, finde ich sehr, sehr angenehm. Aber jetzt fürs nächste mache ich das mal ein bisschen ab. Denn ich habe hier von Catrice diese Scheinbomb Lip Lacquer Long Lasting Geschichte. Habe ich im Laden geswatcht in der Farbe 02. Und die möchte ich jetzt einfach mal auf den Lippen ausprobieren. Farbtechnisch sind die auf jeden Fall, Freunde, ne? Passt zum Augenlook, passt zu mir. Ich fühle mich damit wohl. Es fühlt sich sehr leicht auf den Lippen an. Es ist aber, so wie ich gehört habe, so, dass es jetzt auch antrocknet. Ich lasse mich mal überraschen. So, genau, also ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, diese Eyeluminizer-Dinger zu verwenden. Ich glaube, dass es einfach jetzt zu schwer für mich sein wird. Wir können das ja mal kurz ein bisschen swatchen, dass wir uns mal angucken, wie das überhaupt von der Farbgebung her aussieht, ne?
sehr, sehr lose hier drin gepresst. Das heißt, um das aufzunehmen, am besten tupfen. Ja, das ist definitiv etwas, was man Karneval sehr, sehr gut... Oh Gott, ja. Meine Mädels werden es feiern. Und auch wenn man es aufträgt, würde ich empfehlen, das eher so in tupfstreichenden Bewegungen zu machen. Darunter einen schönen Glitterglue oder so, ne? Dass man das auch wirklich fixiert bekommt. Sonst rieselt dir das runter bis zum geht nicht mehr. Das ist wirklich sehr flockig. Sieht aber voll geil aus. Also schön finde ich es auf jeden Fall. Und das wäre auch tatsächlich jetzt hier richtig gut gekommen anstelle von dem Grün. Und jetzt schauen wir uns mal die Just You and Me Geschichte an. Der Crystal Eyeshadow Topper. Den habe ich auch schon geswatcht gesehen. Den finde ich auch wundervoll. Auch da gleiche Konsistenz, ne? Das ist ja irgendwie so Gel, aber gleichzeitig hast du dann auch so diese Flöckchen. Das sind auch sehr, sehr groß. Also der ist noch gröber als der Kosmos, den ich gerade hatte. Holla die Waldfee. Und auch hier haben wir einfach nur Flakes. Schade, da hätte ich mir gewünscht, dass die wirklich irgendwie Herzchen machen. Aber gut, ich denke, die wollten auch so eine Art, ja, zwischen LE, zwischen Karneval und hier Valentinstag machen, um irgendwie alle gefühlt glücklich zu machen. Das ist schon alles sehr grob. Nee, also das sind auch keine Herzchen. Aber schön ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann mir das für Karneval gut vorstellen. Im Alltag ist es, glaube ich, nicht so komfortabel, wenn man das halt die ganze Zeit spürt. Für Events kann ich mir das vorstellen, aber jetzt so habe ich da gerade einfach nicht Lust drauf, das drüber zu machen, bin ich ehrlich. Weil dann juckt mich das auf dem Auge oder so, das muss nicht sein. Jetzt habe ich hier noch aus der Cosmos Love Limited Edition von Rival de Loupe diesen Eyeliner. Der ist lila, hat eine Kugel drin und der malt wirklich schön lila. Oh, mal gucken, wie ich da jetzt was mit aufs Auge male. Ich kann mir vorstellen, dass ich den hier so innen mache. Ich mache den erstmal komplett und dann schauen wir mal, ob ich da noch irgendwie mit einem Schwarz das Ganze umranden möchte oder halt noch betonen möchte. Der hat auf jeden Fall auch so Schimmerpigmente mit drin. Also der passt halt zum Look auch richtig gut, ne? Ich mag das voll. Aber das ist halt mein Vibe. Die Frage ist, ob das jedermanns Vibe ist. Den Schimmer sieht man jetzt natürlich eher subtil, weil ich ja schon sehr viel auf dem Auge drauf habe. Aber das Lila passt halt jetzt einfach zum Look ganz gut. Mir gefällt das. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr sowas findet. Es ist abgefahren und ich finde, sowas darf auch gerne mal in der Limited Edition drin sein, ne? Dass man da auch irgendwie einfach mal was anderes hat. Ich persönlich verzichte jetzt auch mal auf einen schwarzen Eyeliner und lasse das so, wie es ist. Jetzt wird das Gesicht einmal gesettet. Da habe ich hier dieses Pro Setting Spray von NAMM. Das ist nicht neu, das ist einfach nur da. Ich freue mich ja immer, wenn Firmen auch neue Mascaras rausbringen. Und als ich letztens im Rossmann war, bin ich da zufällig dran vorbeigelaufen. Manhattan hat die Volume Up Extreme Black Mascara dort stehen gehabt, die als neu gekennzeichnet war. Da habe ich mir gedacht, dann schauen wir uns die doch jetzt einfach mal an. Die hat einfach so ein ganz normales Faserbürstchen, was erdnussförmig ist und ja, nach Mascara riecht, hat schon einen starken Duft, muss ich sagen. Und das machen wir jetzt mal auf die Wimpern drauf und schauen, wie das den Look noch weiter nach vorne hebt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist an und für sich gut. Sie macht eine schöne Länge, sie macht Volumen, also im Prinzip das, was sie ja machen will. Sie verklebt die Wimpern halt auch nicht, ne? Das, was viele nicht so gerne mögen. Sie macht aber auch keine mega krassen Bababoom Lashes. Ich kann mir vorstellen, dass ich für meinen Bedarf, wie auch immer, diese Mascara zum Beispiel mit der Panorama von L'Oreal kombinieren würde, um da einfach noch mehr Wurm rauszubringen. Gerade bei so einem krassen Augenlook trägt man ja in der Regel eher so Lashes oder man macht sich halt richtig krasse Wimpern dazu, weil ansonsten geht das so ein bisschen unter. Ich finde es hübsch, ja. Hätte aber für meinen Bedarf, für meinen, ich weiß nicht, ich bin da halt einfach ein bisschen picky. Ich mag es einfach ein bisschen mehr. Wum, wum, wa, wa, wum. Auch wenn ich die Lippe dazu perfekt finde, mache ich die jetzt einfach mal mit so einem Kosmetiktuch ab, um noch andere Lippenprodukte zu verwenden. Also ganz schön viele Lippenprodukte kommen raus. Wir haben aus der Catrice Heart Attack Geschichte diese 1002, also wir haben drei verschiedene Farben und ich habe mir 1002 Married einfach mal ausgesucht. Eigentlich soll man ja quasi mit diesen Lippies zeigen, welcher Beziehungsstatus, bla. Ich bin nicht married, aber ich fand die Farbe einfach schön. Es ist hier so ein Herz und hier oben drauf ist es auch ein Herz. Witzigerweise haben sich da zwei auch tatsächlich abgesprochen. Nun, das mache ich mir jetzt einfach mal drauf. Das ist so ein schöner Move-Ton.
Und wenn ich mir den so leicht auftrage, geht das auch voll klar mit dem Augenlook. In der Kamera sieht es einfach rot aus, aber es ist so ein richtig krasses Hot Pink. Aber fühlt sich eher musig an, jetzt, also cremig auch ein Stück weit, ne? Als würde er jetzt nicht unbedingt krass runtertrocknen oder so. Und als ich den auch im Laden geswatcht habe, war das auch nicht so intensiv, dass ich dachte, okay, ich kriege den Swatch nie wieder ab. Ich toppe das Ganze mit dem Lip Topper aus der Just You and Me Lip Topper, was? Ja, aus der, also diesen Lip Topper aus der Just You and Me Rival Loves Me Kollektion. Und bei sowas ist es dann so, wenn ich halt einen Lip-Topper drauf mache, hat so Mini-Füßchen, ne, dass ich mir das entweder auf den Handrücken gebe und dann mit dem Finger drauf mache, oder ich nehme schon das Füßchen und dann tupfe ich, oha, oha, okay, und verteile das so mit den Lippen. Sehr grober Glitzer, also das darfst du nicht vergessen, ne, das ist ja das, was du auch essen wirst, ne. Ist für mich jetzt auch nichts, was ich tragen würde, wenn ich jetzt ein Date hätte oder so, ne? Ein Date mit meinem Freund, mit dem ich 18 Jahre zusammen bin. Achso, das Füßchen mache ich dann einfach am Handtuch sauber und kann es dann wieder reinmachen und habe dann halt nicht dieses, ja, von dem Liquid Lipstick oder was auch immer dann da drunter ist, dann da dran. So hast du nämlich dein Pöttchen sauber. Ja, das ist mein Look. Ich finde es aber wundervoll. Also die Lippe ist jetzt ein bisschen abgefahren, ne? Gerade wenn man ja auch auf den Augen so viel Party hat. Das, was ich euch vielleicht eher weniger ans Herz legen möchte, sind tatsächlich die beiden Highlighter. Da fahre ich nicht so ganz tierisch drauf ab. Ansonsten würde ich sagen, auch der Blush aus der Just You and Me Kollektion ist jetzt nicht so mein Vibe. Die beiden Loose Glitter Geschichten müsst ihr für euch selber entscheiden. Ist für mich eher wirklich was für Karneval und die sind auch sehr, sehr, sehr doll. Man kriegt die aber zum Beispiel auch richtig gut ab, wenn du das mit Tesafilm machst. Ne? Also wenn du dir dann das auf die Augen gibst und wenn du das dann abschminken möchtest, dass du den Tesastreifen aufklebst und das so abziehen kannst. Bei der Mascara muss ich noch ein bisschen gucken. Manchmal ist es so, dass eine Mascara sich erstmal ein bisschen eingrooven muss, dass sie dann auch die richtige Konsistenz hat, damit man auch was auf die Wimpern bekommt. Ich werde mir hier gleich auf jeden Fall noch eine Schicht von der L'Oreal Panorama drüber machen. Ansonsten glaube ich, dass ich euch alle Produkte echt wärmstens und warmherzens empfehlen kann. Einfach weil das sehr schöne Sachen sind, die man jetzt so findet und wenn man die Möglichkeit hat, entweder ja an der Theke im Laden so dran zu kommen oder eben online, ne, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen und ja, es sind schon schöne Produkte mit dabei. Schreibt mir gerne mal, welches der gezeigten Produkte euch am meisten gebasht hat und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!